Und damit herzlich willkommen bei YouTube. Wir sind wieder da, der Ehemann und ich. Also ich bin schon mal da. Der Ehemann wird auf dem Weg sozusagen. Der Ehemann wird hoffentlich gleich dazukommen. Stoßen. Also es hört sich alles blöd an. Aber du hast joined the game. Also das ist schon mal ganz gut. Schwarzen Bildschirm. Ja. Jetzt aber. Kira ist auch da, die steht hier rum. So, do you own any sheep? I'm thinking of building this complex. Was? Fabrikmaschinen? Wolle? Klamotten? 50 Wolle sollen wir verkaufen für eine, was ist das? Nähmaschine oder was? Oh, der Kühlschrank ist ja schon voll. Ja, natürlich ist der Kühlschrank voll. Was glaubst du? Fernseh gucken, Ehemann, Fernseh gucken. Ja. Ich hab hier noch Hybridsamen. Ich hab noch Eier hier. Die Samen kommen ja draußen in die, Die Hybridsamen kommen hier draußen in die Kiste. Die können wir ja jetzt momentan nicht mehr pflanzen. Ja, warte, ich guck mal, wann wir die pflanzen können. Zum Kleidung selber machen, okay. Die kann man nur im Sommer pflanzen und wir haben aber nicht mehr genug Zeit. Also diese hier ist 13 Tage während des Herbstes. Also wir haben jetzt 15. Das würde gehen. Aber das ist nicht Herbst, wir haben jetzt Sommer, ne? Nee, wir haben Herbst. 13, wir haben 15. Herbst und bis 28. Das könnt ihr jetzt instant einpflanzen. 5 Stück. Dann mach. Zum Kleidung machen, also eine Nähmaschine. Aber wir haben ja gar keine Felder dafür, muss man erstmal Felder. Ja, ich mach. Weißt du, wenn Männer unselbstständig sind, was ich jetzt gerade nicht weiß, bei der Wolle, muss das weiße Wolle sein oder kann man auch braune mitnehmen? Bitteschön, der Herr. Dankeschön. Hallo? Ah, geht doch. Daisy, mein Schatz, du bist ja auch da. Hallo und herzlich willkommen. Da ist sie ja, siehste. Fehlen ja eigentlich noch 2 Herren der Schöpfung von den Usern, die hier zu Pumpkin Days eigentlich auftauchen. Wo ist denn eigentlich hier unser braunes Schäfchen? Baby weg und Gibi ganz weg. Unsere kleine Vogelscheuche fehlt noch. Unser Grinch, meine ich. Ja. Und unser super Bahnfahrer. Ah, Mr. Tutu-Man. Ja, das ist richtig. Unser super Bahnfahrer fehlt auch noch. Und natürlich, jeder ist bei uns herzlich willkommen. Auch von den Zuschauern. Ihr dürft gerne auch in den Chat schreiben. Wir reißen euch niemanden den Kopf ab. Ja, zumindest nicht so doll. Ehemann. Lass das. Oh, Adrenalin, Verkleinerungsform, das ist gut. Da fühle ich mich gleich wohl. Ich sag nur Handgranätchen. Das war ja auch nur ein Handgranätchen. Du musst mal die Granatenpfeile von ihr sehen. Da ist das Handgranätchen wirklich klein. Oh, die Granate. So, ich geh mal gucken, was das Questboard sagt, ne? Ich befürchtete sowas. Würde ja gerne. Wir beißen den Kopf ab, genau. Würde ja gerne tatsächlich angeln gehen wollen. Ja. Hat mir jetzt eine. Das ist egal, welche Wolle. Wolle ist Wolle in dem Fall. Ja, jetzt ist die Frage: Warten auf die nächste. Auf die nächste. Na, sag schnell. Farmquota oder
So, Eisen brauchen wir, Spare-Eisen brauchen wir. Ach, Menno. Ja, muss ich jetzt muss ich wieder erstmal gucken, was wir überhaupt im Bestand haben. Ich glaube, ich mache das mal so. 50 Stück brauchten wir, ne? Von der Wolle. Ja, und dann kriegen wir so eine Schermaschine oder was? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall eine Maschine. Okay. Du weißt doch, mein Englisch ist wäre ich schlecht. Ja, 50 wäre gut gewesen, Horst und Manu. Ja, ist immer. Ich stelle immer zu viele Fragen auf einmal. Das muss ich mir auch, glaube ich, abgewöhnen. Wenn ich euch zu viele Fragen auf einmal stelle und ihr mit Ja antwortet, ist das immer so ein bisschen kritisch. Weil ich dann immer echt am Überlegen bin, auf was habt ihr jetzt mit Ja geantwortet? Aber ich vermute mal so, ja, 50, 50 Wolle. Ja. So, und ach, Fernseh gucken. Ach, das Fernseher ist ja nicht mehr hier draußen, der ist ja da drin, eine Nähmaschine. Genau. Ah ja, Fernseh gucken. Ja, wir brauchen den Kühlschrank, Ehemann. Ja, und kochen. Das zieht sich so gerade so ein bisschen das Thema, ne? Und kochen muss ich ja auch. Wir haben learned to make grey stone lantern. Okay, wir können jetzt graue Steinlaternen machen. Und ja, Kohlsuppe können wir auch machen. Das ist natürlich auch super. Ja, ich weiß. Und das antike Office Desk, ja, so ein Schreibtisch machen wir. Again. Schrank. Ach ja, ich liebe dich, Ehemann. Du stehst schon wieder in mir drin. Haben wir überhaupt Eier drin? Ne, nee, wir haben. Wo sind die Eier? Die sind in der anderen Einlagerkiste da, weil mangels Platz im Kühlschrank. Wir brauchen Kühlschränke. Ja, wenn wir Kühlschränke haben und genug gesammelt haben, dann haben wir ja vor, einen riesengroßen Kochstream zu machen. Die Laternen sehen gut aus. Was braucht man dafür? Dann wollen wir doch mal kicken, was man dafür braucht. Plushies. So. So ein Lantern. Die 20, was? Hier steht nicht, was man dazu braucht. Die 20. 20, was? Steine werden es ja wohl kaum sein, oder? Oder können wir nehmen die auch nicht. Wall, wall, big wall. Steine, egal was, ja, was für. Ach, du meinst was heißt, wie ist das? Marmor und so ein Kram? Steisen, eine, Eisen, Gold und so weiter und so fort. Ihr habt das wahrscheinlich schon ausprobiert, hä? Ich habe das Huhn gemolken, so sah es zumindest aus. Komm mal her, Hühnchen. Und da ist auch ein Ei rausgepurzelt. Ja, irgendwie war das gerade merkwürdig. Nein, Milch, ich habe Milch bekommen. Erze gehen auch, Erze, Edelsteine und so weiter, okay. Ja, ich brauche noch rohes Eisen. Ja, haben wir. Essen, haben wir eben nicht, wir haben nur noch eingeschmolzenes Eisen. Das ist schlecht, dann müssen wir in die Mine gehen. Ehrenmann. Ja, muss jetzt nochmal, also den habe ich hier. Das habe ich dir. Ja, aus dem Huhn eine Flasche Milch zu zaubern, ist schon eine Kunst, Manu. Die kann nur Andrina. Haben wir noch Suppen im Kühlschrank? Also ich habe noch ein paar Süppchen. Ja, ich habe noch tatsächlich. In der Hosentasche. Okay. Meinst du, da sind die gut aufgehoben, oder? Ja, wir haben auch noch 5-mal Nudeln, 8-mal Pfannkuchen. Das lohnt sich langsam, ne?
Das ist doch schon mal nicht schlecht, ja. Oh, stell dir mal vor, du ziehst da so eine Flasche Milch aus dem Huhn, ey. Oh Gott. Allein die Vorstellung. Warte mal, dann gehen wir nicht angeln, dann gehe ich jetzt in die Mine. Die Frage ist, welche? Welches Minchen hätten wir denn gerne, Ehemann? Also ich brauche Eisen. Eisen kriegen wir überall. Ja, ich weiß. Falls er in der Clementine Mine besorgen. Clementine Mine, waren wir da nicht letztes Mal schon? Ja. Ja, lass uns doch noch mal in die andere gehen, wegen Fossilien. Okay. Was hältst du davon? Oh, können wir machen. Können wir gerne machen. Gut, dann habe ich jetzt Schaufel, Backnet und 6 Suppen. Sollte reichen. Okay, 5 Suppen. Ich werde mal gleich noch eine essen. Weil mein Balken ist nicht... Oder wir gehen jetzt noch mal schlafen. Oder gleich los. Ehemann, entscheid dich doch mal. Ich komm schon, wir können schlafen. Schlafen gehen. Okay, dann müssen wir unter Umständen noch mal gießen, aber ist nicht schlimm. Dili. Und hier ist zum Beispiel, lieber Ehemann, wo wir vorhin drüber sprachen, die Kiste neben dem Bett. Ja, da ja, sind Kleidungsstücke drin. Ja, da kann ich gleich wieder das nächste reintun. Jetzt, zack. Ey, weißt du, wie du aussiehst? Oh, wie heißt das, was Kalle mal geguckt hat? Mit diesen... Dieser Detektiv, der dein Kind als Detektiv war. Oh, wie Conan, ne? War das Conan? Detektiv Conan? Ich habe keine Ahnung. Oh, es regnet. Wir müssen nicht gießen. Wie geil ist das denn das bitte? Das ist doch schon mal schön. Das ist doch schon mal schön. Mega. So, wollen wir jetzt... Achso, ich muss ja nochmal eben hier einlagern. Daisy, Columbo... Ja, wie Columbo auch, aber der Kalle hat immer so eine Trickfilmserie geguckt. Da war ein Detektiv so irgendwie, als wenn er so im Körper eines Kindes ist. Und dann... Musste sich ja auch kindlich benehmen irgendwie. War das nicht Conan oder so? Ich habe keine Ahnung. 435 für die Wolle. Ja gut, Conan, das der ist Detektiv. So, was haben wir hier? Wir haben hier, einmal rohes Eisen brauche ich nur. Das ist... Einmal rohes Eisen haben wir doch, oder nicht? Nein, haben wir nicht. Gut, dann müssen wir jetzt... Hätte ich das doch schon längst fertig gemacht. Ja, ich warte am Taxi auf dich. Achso, bist du denn schon, hast du schon Fernsehen geguckt heute Morgen? Ach, mein Ehemann, ich hab dich auch gerne. Ja, ich mach das aber mal. Ja, ich komm ja schon. Das ist wichtig, dafür komme ich, für Fernsehen gucken komme ich sogar zurück, du. So, ich kann jetzt Litschi-Bonbons machen, ist das nicht toll? Litschi-Bonbons, oh Gott. Ja. Komm mir und vor, als wenn Jan da ist, du. Premium Magnet, das ist doch auch wunderbar. Das haben wir schon längst, aber egal. So. Cooking Channel. Aubergine Burger. Also Burger und Aubergine passen für mich ja nun nicht zusammen, ne? Und? Oh, Wardrobe. Ach Menno, Wetter brauche ich nicht. Ich sehe raus und da regnet's. So, ja, Ehemann, los geht's. Guckst du die Wetter Channel echt immer noch an? Oder? Nein! Sag ich doch, Wetter. Ich wollte gerade sagen. Oder? Hier ist was los. So, dann lass uns mal Richtung Taxi gehen. Ja, wo wir dann mit dem Taxi gehen. Nee, Taxi macht ja keinen Sinn. Wir können einfach hingehen. So Western Bridge und dann. Nee. Ja, und wie wollen doch in die anderen, in die Diamond Falls, oder nicht? Ach, Diamond Falls Mine, ja, natürlich. Wir waren doch letztens in der Clementine, da brauchen wir jetzt nicht nochmal. Das hatte ich gerade wieder ausgeblendet, natürlich. Du blendest öfters mal was aus. Ja, ich habe immer viel zu tun, das weißt du. Wir fahren zum Museum und dann zu... Haitos Trail, nee, Diamond Falls, ne? Nee, Quatsch. Also erstmal zum Museum. Ja. Und dann fahren wir, lass uns Diamond Falls fahren, ist egal. Okay. Haitos Trails könnte auch gehen, aber... Das würde nur 5 Gramm Gold kosten. Diamond Falls kostet 50. Okay, das ist ein Argument. Das sind fast 90 Gold. Ja, gut, das ist natürlich ein ganz schöner Weg da oben hoch, ne? Okay, dann nehmen wir Diamond Falls. Das Geld holen wir jetzt durch die Minentour ja mal locker rein, ne?
Der würde sich in der heutigen Zeit auch so rumlaufen wie Naomi Campbell. So, dann müssen wir hier die Treppen hoch, oder wo war das? Warte. Ich muss erst mal gucken, wo die Weißen... Oh, ist das hier schrecklich gerade. Warte, ich gucke einfach mal auf die Map. Map. World Map. lieber Horst, Richtung Norden oder Richtung Süden? S oder N? S oder N? Ich glaube S. Ach ja, da in die Berge hoch. Norden. Also doch da rein. Ja, du hast recht gehabt, Ehemann, und ich habe meine Ruhe. Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich echt einen tollen Ehemann hatte, dass er gestern ein Häufchen... Das sind übrigens diese Steinlaternen, die ich gerade gelernt habe. Okay, ja, die sehen ja nicht schlecht aus, ne? Ja, dass ich einen tollen Ehemann habe, der gestern ein Häufchen Elend zusammengefegt hat. Hier nicht hoch die Treppen, ne? Sondern hier... Das waren keine Treppen hoch, wir müssen irgendwie runter, aber ich glaube, wir sind doch falsche Richtung oder vorne. Sagen. Hier ist ja. Ein Herz an Olli, genau, Lavisinchen, das ist toll, dankeschön. So muss das, wir sind doch die falsche Richtung gegangen. War doch die andere Richtung, könnte ich meinen Hintern drauf verwetten. Hier ist ja nämlich Ende. Das habe ich tatsächlich gelesen, liebe Manu, aber da war ich schon. Das Elend. Ja, ich glaube, das war doch die andere Richtung, Ehemann. Ich laufe jetzt doch in die andere Richtung. Ist mir lieber. Jedes Mal suchen wir diese blöde Mine. Das war nicht weit von dem Taxi entfernt. Wir sind schon viel zu weit weg von dem Taxi. Wo bist du denn jetzt schon wieder hingerannt? Ich laufe den Weg zurück. Also wo wir herkamen, oder? Ja, genau. War doch die südliche Richtung. Also, würde ich jetzt mal so sagen. Weil hier hinten ist ja nichts mehr außer die Farm. Dieser Tierfarmplot da. Ja, das stimmt. Die Umgebung ist wirklich sehr schön, wenn man im Hellen da langläuft. Falsch abgebogen, wie immer. Wo biegt man denn hier ab? Wie kann man nirgendwo abbiegen? Wo kann man denn hier abbiegen? Ich brauche eine Karte. Irgendwann kriege ich von... Süden, Andrina, genau. Wir laufen gegen Süden. Also ich finde, Diamond Falls ist echt schön geworden. Ja. Gab es diesen Abschnitt eigentlich früher oder war das hier alles einfach nur leer? Das war hier alles leer. Ein Navi für alle, genau. War hier die Treppen hoch oder nicht? Nee, ne? Die Treppen, wir brauchen keine Treppen hoch, Schatz. Wir sind immer Treppen gelaufen. Ja, wenn wir bei Hiatus Trails gelaufen sind, Schatz. Wenn wir von Hiatus Trails gekommen sind. So, ich bin jetzt hier beim Taxi und jetzt laufe ich mal ganz kurz in die andere Richtung. Ich will das jetzt wissen, ob das nicht doch hier in diese Richtung ist. Keine Ahnung, wo du schon wieder geblieben bist. Wir hätten doch nach Süden laufen müssen, genau.
Komm mal bitte den Weg weiter bis zum Taxi. Dort warte ich auf dich. Das müsste doch theoretisch hier sein, ist es aber nicht. Genau, darunter, wo ich eben war. Also nicht Richtung Norden, sondern neben Richtung Süden, nämlich. Da bist du, Ehemann. Guck mal. Das war nämlich nicht weit weg. Hier und dann müssen wir nämlich gleich rechts runter. Weiter. Warte. Und hier müssen wir runter. So sieht's aus. Und keine Treppen. Deswegen, es war gar nicht so weit weg vom Taxi. Muss ja mal gucken, ob du da bist, ne? Ja, ich bin da. Das hätte ich schon gemeckert. Ach, da hinten, ja. Sehr schön. Ich hab's gefunden. Du hast es gefunden. Vor allen Dingen, du hast es gefunden. Das klang jetzt richtig glaubwürdig. Ja. Oh Gott, ich hab's gefunden. Oh Mann. Und jetzt verlaufen wir uns eh wieder, also was soll's. Ja, Navi ist egal. Wir gehen einfach ein bisschen durch die Höhle und dann ist gut. Navi ist jetzt hier, wäre hier angebracht. Im Übrigen ist es jetzt wieder richtig schön hell in der Mine. Also, oder auch nicht. Oh, das ist aber nicht so schön hier, ne? Das ist, nicht so wirklich ja, gut. Ja, es ist wieder Dunkelheit, ne? Nein, deswegen nicht. Die Steine waren da irgendwie. Die sind da nett platziert, aber schweben, weiß ich nicht, wie hoch über dem Boden, ne? Was ich hier jetzt gerne mal ausprobieren würde, ob sich hier dieses mit den Pilzen bewahrheitet. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass man, wenn man den Pilzen folgt, ob man dann hier auch zum Ziel kommt. Das Gute ist, wir haben jetzt eine richtige Schaufel und ich muss mich nicht hier die ganze Zeit vollfuttern. Nur weil ich Schaufeln tue, ne? Theoretisch gehen die Pilze jetzt dort lang. Ja. Und hier oben nicht. Wollen wir das mal machen? Ja, lass uns das ruhig machen. Einfach mal probieren. Probieren ja, geht über studieren. Also von daher kann man jetzt auch einfach das mal austesten. Ja. Kommt man, Andrina. Okay. Wenn wir den Pilzen folgen, sollten wir hinten ankommen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, du. Soll ich dir beim Schlagen der Metalle helfen? Das schadet nicht, ja. Ja, weil du da hinten welche stehen lässt, meine ich. Ja. Ehemann, seit wann sind wir denn so freigebig? Haben wir Geld oder was? Ja, wir haben gerade heute haben wir doch beschlossen, dass wir gar nicht mehr so viel zu Geld machen wollen, sondern lieber einfach mal ein bisschen bunkern, dass wir einfach mal so richtig so ein fettes Lager haben mit allen drin, mit Lagerhütten. Ja, Manu, du verläufst dich da drin, ja. Und ich will jetzt mal das tatsächlich versuchen, dass wenn man den Pilzen folgt. Die zeigen jetzt hier lang. Ja, aber jetzt sind hier keine Pilze. Und jetzt? Ja. Warte mal, ich guck mal hier um die Ecke, ob hier Pilze sind. Hier sind keine. Aber hier war was zum Ausgraben. Und sind hier Pilze? Hier sind wieder welche. Ehemann? Kommt ein Stück zurück, Beid. Warte, ich komme raus wieder. Wo bist du da? Hier, wenn ich jetzt hier reingucke, hier sind wieder Pilze lang. Okay. Ich würde, das wäre ja der Hammer, wenn das wirklich funktionieren würde, ne? Da rein. Siehst du, hat er auch gleich geschrieben.
Vertrauen? Ah, Heiko. Du weißt doch, Elefant werfen und so. Genau. Nein. Das hatten wir heute in einem anderen Zusammenhang schon. Ich vertraue so weit, wie man einen Elefant werfen kann. Ist nicht sehr weit, kannst du glauben. So, die Pilze zeigen in diese Richtung. Also gehen wir hier weiter. Draußen ist noch hell. Geh mal davon aus. Hast du denn schon Eisen? Ich habe genug Eisen. Ich bin weggebackt. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Schön. Sure. Ich glaube... Ich glaube, ich gehe die Richtung jetzt weiter, aber nicht sicher. Miss Andrina. Nicht Miss Trauen, sondern Miss Andrina. Oh, ihr seid süß. Oh Mann. Ihr seid echt süß. Ach ja, muss ich hier wieder alles alleine kloppen? Ist ja nichts Neues. Ja, ich klopp ja hier genug weg. Ich weiß nur nicht mehr, wo ich bin. Das ist... Versuch mal, Pilze zu finden. Ja, das hilft mir doch auch nicht weiter, wenn ich nicht weiß, was hier... Ich bin der Meinung, dass ich noch in der richtigen Richtung unterwegs bin, aber auch nicht sicher. Ich bin jetzt hier, wo diese steilen Felswände linksseitig sind. Ja, durchaus. Ja, hast du die dabei oder nicht? Ich kann das jetzt gerade nicht sehen. Nein, ich habe aber schon die ersten leuchtenden Pilze. Ich habe tatsächlich schon die ersten leuchtenden Pilze. Mach es selbst. Wenn etwas gut werden will, mach es selbst. Nein, das stimmt nicht ganz. Das stimmt nicht so ganz. Im Großen und Ganzen ja, aber nicht so dolle. Hast du dich da auch durch so einen schmalen Schlitz durchwursteln müssen? Nee. Ich laufe immer noch Weg. Ja, ich bin jetzt aber da. Aber hier sind... Du bist schon angekommen? Nee, ich sehe auch Leuchtpilze, ja. Ah, guck mal hier. Wie hier nur Steine, das hier ist nicht die Richtung. Vorne ist die Richtung, warte. Da lang ist die Richtung, genau. Und jetzt nach rechts, hier sind die Pilze. Aber nicht nur, liebe Grit, nicht nur. Also manchmal kann man sich auch... Okay, wenn man für sich was verlässt, ist man verlassen. Ist auch so ein Sprichwort. Aber das stimmt nicht so ganz, nicht immer. Nicht immer. Okay, aber hier ist eine Sackgasse, kann das sein? Oh nee, doch nicht. Wir sind hier weiter. Hier, wo die Pilze sind, würde ich sagen. Ist jetzt nur so eine Tendenz gewesen? Muss nicht stimmen, kann aber. Lieber Horst oder Susi. Genau. Einmal Kaffee und Kuchen für die liebe Grit. Virtuell. Aber schnell. Ehemann. Ja. Der Eingang ist aber hier, ne? Ist dir klar, ne? Nein. Komm zurück zu den leuchtenden Pilzen. Dreh dich um, zurück zu den leuchtenden Pilzen. Dort ist der Eingang. Sehr schön, sehr schön. So ist das gut. Ihr seid toll. Wisst ihr, was das Gute an virtuellem Essen und Trinken ist? Wenn ihr das wisst, ne, dann seid ihr richtig gut. Soll ich dich holen, Ehemann? Ich glaube... Ah, siehst du. Hier ist unser Prinzessin Erbse da hinten. Es hat keine Kalorien, Horst.
Man wird nicht dick. Dick ist natürlich wieder ein englischer Ausdruck für ihr wisst schon was und dementsprechend muss ich das gerade erstmal erlauben. Erlauben? Oh, Entschuldigung. Übrigens, diese Figur, ne, die man hier in der, die man überall auf der Map verteilt sieht, ne? Ja. Das sind, bei Kickstarter, aus der Kickstarter-Kampagne. Das sind, welche, die da entsprechend gesponsert haben. Die haben dann da ihre eigene Statue gekriegt, sozusagen. Okay. Ja, du verfolgst das ja immer regelmäßig. Virgo, habe ich dieses Tablett Virgo. Brauchten wir das? Warte mal. Ja, letztendlich brauchen wir alles, ne? Arius Ancient Stone. Nee, wir brauchen. Ein... Nee. Das ist, ich denke, wir werden es nicht mehr kriegen. Das ist schon weg. Oder? Ja, dann ist es halt so. Beziehungsweise, selbst wenn wir es jetzt kriegen, wird der Quest nicht mehr aktuell sein. Das haben wir noch ja. Noch ist es drin. Noch ist ja, die Quest drin. Ja, aber wenn du dann zu Hersha hingehst, dann weiß die nichts mehr davon. Ach so. Der Quest steht ja, da noch. Jetzt können wir irgendwo rumlaufen. Lass uns hier hin, wo du warst. Oder kommt man ja, da ja, nicht weiter? Wollte ich gerade sagen, ein bisschen rumeiern hier durch die Mine und dann können wir einfach mit Leaf Cave. Ja. Oder wieder raus. Aber hier kann man nicht weiter. Oder das doch, ist, da doch, ja, doch, 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 doch. Ja. Also nicht, diesmal ist hier nicht so massig drin, ne? Nee, nicht wirklich. Aber wir sind ja. Diesmal sind wir auch straight den Pilzen. Und das ist, hat sich bewahrheitet, Ehemann. Straight den Pilzen hinterher, dann kommst du bis zum Ende. Ja, und das ist auch in. In Clementine-Mine geht das nicht, ne? Doch, geht auch. Immer noch. Ich hab's ja jetzt schon mehrfach bewiesen. Du glaubst mir ja nicht. Du bist ja immer noch ungläubig. Kommt man da weiter? Nee. Gut, dann gehen wir. Hier gibt es reichlich Sackgassen. Das ist jetzt, ja, finde ich, in der Clementine Mine nicht ganz so viel, ne? Nee, das stimmt. Was gab's? Ich will jetzt wissen, was bei Sunshine gab. Putzen geschnetzeltes mit Paprika und Reis. Du bist hier durch den Spalt gehüpft, richtig? Ja. Mhm. Hast du da alles schon abgebaut? Da braucht er nämlich nicht lang. Wahrscheinlich nicht. Wollen wir da lang? Ja, können wir machen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo du bist. Ich laufe jetzt hier aufs Geradewohl. Ja, dann bin ich jetzt hinter dir, weil du mich nicht mitnimmst. Ich laufe hinter dir her. Wenn du das wie sagst. Wie ein räudiger Hund. Ich auch, ich liebe auch Käsekuchen. Aber was bei uns, was tatsächlich auch unsere Kinder mögen, ist Donauwelle. Und ein bisschen weniger, aber trotzdem mögen, ist Schwarzwälder Kirsch. Jemand, renn nicht! Ich muss hier auch noch die Fossilien ausgraben, ey. Lauf ruhig weg, macht nichts. Na, guck mal, hier sind noch Erze. Und was die Andrina noch richtig gerne mag, sind Vanillestangen. Der Ehemann? Ja. Also ich, für mich ist ja immer so Hauptsache Hefe, weißt du, das ist... Hefe. Oh, jetzt Verdauungsspaziergang, ne? Aha. Aha. So, hier ist ein Edelstein, den kann ich nicht aufnehmen. Warte, ich komm. Die kriege ich nicht, warum auch immer. Kupfer. Okay. Das war Kupfer. Hallo Shinlu. Shiny Lu, bestimmt. Also würde ich jetzt mal so sagen. Willkommen hier bei Andrina Games. Vanillestangen, was ist das? Also ganz grob, ich sag mal so eine Art. Ja, gibt's mit Brandteig, gibt's mit Plunderteig und dann einfach mit Vanille gefüllt. In mit Vanille. Ehemann, stopp. Von da sind wir gekommen. Komm bitte hier lang. Okay.
Ich habe hier hinten auch Ärzte gesehen. Da. Ah, okay. Weiß nicht, ob das gut ist oder nicht gut ist, aber ich habe auf jeden Fall welche gesehen hier. Oh, das noch mehr. Ja. Sieht aus wie, ja. Halt, ja, das kann ich jetzt leider nicht sagen. Wären wir es privat im TS, hätte ich es gesagt. Irgendwie haben wir hier nur leere Gänge. Was ist denn los bei uns? Ah, ne, hier kommt noch was. Hier kommt noch was. Hier kommt noch was. Ja, genau, Manu. Du hast es erfasst. Genau so sah das aus. Hast du auch eine Schaufel mit? Nee. Ich habe eine Schaufel mit, klar. Ich habe aber nur eine Goldschaufel. Ach so. Ja, das kostet dich aber Essen, ne? Ja, hier ist nix. Das... Nee, da waren noch ein, zwei Teile. Oh, waren wir jetzt hier unten? Nee, warte mal, hier oben, ne? Hier sind auch noch Ärzte, siehst du. Ah, okay. Oh, wir finden schon noch was. Dann lass mich die mal mit der Dingsschaufel machen, dass ich verbrauche kein Essen. Manu hat jetzt genau erkannt, wie so eine Vanillestange aussieht. Mickey, mein kleiner Grinch. Du hast leider, oder du hast Gott sei Dank gestern nicht so viel verpasst. Andrina ist baden gegangen. Vanillecreme, ja. Da ist ja so Vanillecreme, genau. Ich glaube, wir haben tatsächlich hier heute schon ganze Arbeit geleistet, kann das sein? Ja, hier unten ist noch was. Ja, ich weiß, so zwei kann man ja auch mal ganz gut durchhauen. Wobei, viel habe ich nicht in der Tasche. Also das ist eigentlich nicht so. Du, dein Rucksack ist jetzt größer. Du musst daran denken, dass dein Rucksack jetzt größer ist. Wir haben ja jetzt beide große Rucksäcke. So. Kommen wir da hinten irgendwo weiter, nö, ne? Tja, ich würde mal sagen, reicht uns das, was wir haben? Fahren wir erstmal nach Hause, oder? Warte. Da ist noch ein... Haben wir noch eine Einlagerkiste? Weißt du auch nicht so genau, ne? Wie eine Einlagerkiste? Ja, weil ich ja jetzt jede Menge Zeug habe und das ja alles noch verglichen werden muss, ne? Ja, das kannst du ja dann ganz wieder in die ganz normale Edelstein-Erze-Kiste und so weiter packen und ich sortiere das ja dann wieder. Wobei hast du den Stream im Blick? So ein bisschen, ja. Ja, so. Dann guck mal bitte hier rein. Dass du da mit der Hacke Felder machen kannst, meinst du? Nein. Ich habe jetzt gerade meinen Rucksack geöffnet. Ach ja, okay, du hast natürlich, ja, aber Edelsteine hast du eigentlich auch nicht so viele und du hast natürlich jetzt viele von diesen Fossilien. Die habe ich natürlich jetzt nicht in der Tasche. Deswegen sagte ich das, Ehemann, wegen der Einlagerkiste. Ja. You know what I mean. Yes. Ja, wollen wir dann los oder was? Ja. Okay. Wie war das denn jetzt? Achso, Leaf Cave. Oh, geschafft. Mag diese Musik immer noch sehr. Oh, Emil, wir müssen hier hoch, ne? Ach so, willst du jetzt hier auch noch Eisen holen oder was? Lass die mal noch. Nee, wo wollen wir jetzt hingehen? Nach oben zum Taxi. Ich habe ja, nachdem ich gestern frustriert meinen Stream aufgeben musste, dann späterhin nochmal das, was ich im Stream hatte, ja schon mir in mein Renderprogramm geschmissen und habe mir dann einen anderen Streamer angemacht und ich musste nach... wie lange hat es gedauert? Ehemann 10 Minuten oder sowas? Da war bei mir auch
Net Error. Ich konnte da nicht mehr gucken. Es ging nicht mehr. Ja, da hast tausendmal du F5 bisschen, oder sonst irgendwas. Es ging einfach nicht mehr. Da hast du uns dann so streamtechnisch ein bisschen die Grit gegeben, ne? Ach, da ist es doch, das Taxi, guck. Ja, aber es war wirklich so. Ich konnte den ganzen Chat lesen, alles. Aber kein Stream mehr gucken, war nicht mehr drin. Und das wollen wir gleich nach Hause, oder was? Ja, was hast Pumpkin Bale, das ist jetzt, der Unterschied ist gering. Oder? Das ist wirklich sehr, oh, hier regnet es ja schon wieder. Sehr, sehr ärgerlich. Aber ich weiß nicht, ob es, ach ja. Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich daran liegt, dass sie wirklich das eindämmen, dass die also diese Streaming-Dienste, dass die eingedämmt werden oder wie auch immer. Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt erst, weiß ich nicht, wie lange ist das jetzt so bei uns? 2 Wochen? 3 Wochen? Ja. Dass uns ständig die Streams wegbrechen? Um das mal so ganz laut zu sagen, wenn ich am Freitagabend einen Gronkh gucken möchte, habe ich von dem Stream vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde was. Und von da an kann ich dann nicht mehr gucken. Das kann ich dann vergessen. Das läuft nicht. Fällt aus wegen ist nicht. Rose Geschenke machen. Okay. Ey, die Tiere, die scheißen überall hin. Du bist gerade mal einen Tag weg, weißt du. Mann. Unfassbar. Rose, dann kriege ich die Nähmaschine geschenkt. Oder, aber, hieß das nicht, wenn ich jetzt die Wolle gebe, dass ich dann mir die Nähmaschine auch kaufen kann? Und was mag Rose? Ich weiß ja gar nicht, was Rose mag. Hast du Kobold? Kobalt meinst du? Ja. Warte, zwei. Bräuchte ein Kobalt. Stahl. Raw Kobalt, 4 Stück. Ja, okay. Hab ich. Das und das. So, okay. Und seid ihr kaputt oder was?